André Gonsior kämpft um eine verständliche Aussprache. Das Problem des 41-Jährigen, er stottert. Durch einen Intensivkurs bei der Kasseler Stottertherapie bekommt André seine Sprache zunehmend besser in den Griff. Er weiß aber auch, was es bedeutet, die Kontrolle über das eigene Wort zu verlieren. Die gab es sehr häufig, Vermeideverhalten. Jetzt gehe ich nicht in die Apotheke, sondern schicke jemand anders dafür und so weiter. Oder wenn ich jemanden anrufen sollte, da habe ich mir überlegt, nee, den schreibe ich jetzt lieber und so weiter. Also es gibt sehr viele Vermeideverhalten. Unsicherheit und mangelndes Selbstwertgefühl sind jedoch keineswegs Ursachen des Stotterns, sondern Folgeerscheinungen. Warum ein Mensch stottert, hat andere Gründe. Zwillingsuntersuchungen zeigen aber, dass Stottern eine erhebliche erbliche Komponente hat. Der Unterschied zwischen Stottern und Nichtstottern ist zu 70% auf genetische Unterschiede zurückzuführen. Und die restlichen 30% sind dann irgendwelche Erfahrungsbedingungen, vermutlich im Alter zwischen 3 und 5 Jahren. Eine der Hauptursachen für Stottern ist ein überaktives Sprachzentrum. Gleichzeitig arbeitet das Hörzentrum verlangsamt. So entsteht Verwirrung. Das Gehirn weiß nicht, wo der Sprachprozess stattfinden soll. Mit elektromagnetischen Impulsen wollen amerikanische Forscher in Zukunft das Stottern heilen. Ihre Kollegen in Kassel sind da eher skeptisch. Sie glauben, dass Stottern im Erwachsenenalter unheilbar ist. Deshalb suchen sie nach einem Werkzeug, um das Stottern wenigstens zu erleichtern. Im Laufe des Intensivkurses lernen die Teilnehmer mit Hilfe von richtiger Atmung und weichem Stimmansatz, lang gedehnte Silben zu beschleunigen, auf eine beinahe normale Sprechgeschwindigkeit. Doch jede Stottertherapie ist ohne Nachsorge erfolglos. Deshalb übt André Gonsior unermüdlich für seine Fortschritte. Dafür braucht er wie viele Stotterer vor allem eins: Zeit.